Dann ich hau euch guten Abend und willkommen bei Crimson Snow, einen doch eher, sagen wir mal, heiterem Horrorspiel mit einer sehr verrückten Exo und einem, naja, sagen wir mal, schüchternen maskulinen Mann, der die Welt nicht mehr versteht. Im Grunde geht es eigentlich darum, dass wir hier schon ein bisschen die Weihnachtszeit haben. Und ja, unsere Ex, die hat schon mal recht den Vogel abgeschossen. Wir haben jemand Neues kennengelernt und alles Weitere erfahren wir in dem Spiel. Ich habe jetzt nur mal kurz mal die Anfangssequenz gespielt, so mal 10 Minuten. Ist auch frisch rausgekommen, so. Ich denke mal vor knapp einer Woche, so 6 Tage auf jeden Fall. Ach hier. Kicken wir mal. Hi handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Ach so, ja, es ist ein Multiplicable Choice Game, also hier so ein Spiel, wo man dann mehrere Entscheidungen hat, die dann auch sich auf das Ende auswirken können und auf den Verlauf des Spiels. Ja. Jeden Tag in vollen Zügen genießen, würde ich sagen. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Oh, you're such a risk taker, Mark. I like that in a man. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say Ooh. That hotel had a luxurious swimming pool. Ja, ein Foto in den Bergen setze ich jetzt mal in den Fokus. Dort könnten vielleicht keine USK, FSK 18 Sachen auf einem warten. Ich weiß nicht. Foto in den Bergen oder im Swimmingpool? Schwierig. Mist. Foto in den Bergen oder Swimmingpool? Ich riskier's. Yeah, sure. You just want to see the pool, right? And seeing me in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. Oh, oh. Naja. You should have gone with me. I know that you don't like meeting new people, but... Ja, kann man sich jetzt drum streiten. Das Spiel ist sowieso ab FSK 18, aber trotzdem. Ich würde schon mal sagen, dass wir einen Brief bekommen haben. Ne? Also sie hat so erzählt, na, wir sind ja einsam und sie ist die Einzige, mit der wir uns unterhalten und Kontakt haben. Ich sag mal schon, ich wette dagegen, denn ich habe einen Brief bekommen. Nur ich weiß nicht, was drin ist. Ja. Ja. Klar. Ich frag mich eher, warum du weißt, dass es vielleicht am Eingang ist, aber kick mal hier. Oh. Das ist ja aber mal schön geschmückt hier. Das ist schon ein schöner Weihnachtsbaum. Mit einer schönen Girlande. Ja, chill doch mal. Ein schöner Kamin, so richtig klassisch amerikanisches Weihnachten. Ein schöner großer Baum, bunt geschmückt. Kamin. Dann hier noch mit einem Zierkranz. Oh. Mit so einem. So einer Girlande. Ein paar Strümpfen dran. Es fehlt jetzt nur noch so ein kleiner runder Teppich mit einer kleinen Spielzeugeisenbahn, die ringsherum um den Baum fährt. Da ist ein Ring. Bestimmt nicht für uns. Ah, hier.
Liebling, du fehlst mir so sehr. Die ist sehr ungeduldig, die Alte. Ich will doch mal ganz in Ruhe hier alles angucken. Ist doch sehr neu für mich hier. Merry Christmas, ja. Schön, dass es hier auch auf Deutsch ist, ne? Sehr cool. Woher hat sie meine neue Adresse? Ja. Lüge oder Lüge? Irgendwas vom Finanzamt kann ja immer mal sein, ne? Aber auch von den Eltern, hm. Ich will mal eher sagen vom Finanzamt. Sie haben gelogen. Joyce ist beunruhigt. Ja, ich konnte ja auch nur noch lügen. Was soll ich denn sonst machen? Haben wir hier Geschirr, Tassen. Hey, das Spiel kostet auch gar nicht mal so viel. Es kostet knapp 6 Euro im Angebot, jetzt knapp 5 Euro. Geht ungefähr 1-2 Stunden, je nachdem, wie man durchkommt und sich schlägt. Und wie lange man Bock hat. Ne? Ich weiß, dass ich mir in den ersten Minuten schon ein bisschen, ne, dass der Stift gemalt hat in den ersten Minuten, aber mal gucken. Ja. Oh. Ein Schneestubensäg und ein Licht. Festive Mood. Aha. Und wie? Okay. Aber sie, also wir sollten sie abholen und sie ist jetzt doch früher zu Hause und oh. Handfackel. Ist mächtiger als eine gewöhnliche Wunderkerze, aber immer noch in der Hand haltbar. Ja. Noch eine Schneekugel. Ah. Okay. Also ich denke mal, dass wir diese Fackeln bestimmt noch brauchen werden. Ja, gucken wir mal. Ist hier noch irgendwas? Zahnpasta. Ist ja dunkel wie ein Bärenarsch hier drin, ey. Naja, gut. Da sind zwei Lampen. Warum kann man nicht die eine nehmen und da mal hinbauen? Elektrizität und Wasser, ne? Das ist nicht gut, aber man kann die Lampe doch hier anhängen. Genau hier. Ist irgendwie auch gefühlt hier zwei, drei verschiedene Musiksachen auf einmal. Wow. Ich würde mal sagen, da unten, dieser Ring in der Box. Also, würde ich mal sagen, Kuh. Das, was wir erst mitnehmen müssen. Nö. I'm waiting. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. Okay. Na klar. Geschenk für Joyce. Ich habe diesen Ehering vor einem Monat gekauft und noch keine Gelegenheit. Oh, wird sie ja sagen. Ja, ob sie ja sagen wird. Die Fenster ist noch offen. Anscheinend stört es nicht. Hey. Scheiße. Ausgesperrt. Und die Fenster ist offen.
Oh. Junge, was ist denn das hier? Follow the light. Okay. Oh. Ganz viele Mahnungen und Rechnungen. Boah. Hä? Kannst du alles nie lesen hier? Hä? Warte mal. Egal wie rum man das hinlegt, die eine Rechnung geht immer auf den Kopf. Hallo? Hey. Hey. Mach. Fuck. Okay. Hm. Kekse. Und Milch. Da liegt eine Lampe auf dem Boden, aber da ist dekoriert, okay. Schicke Musik auf jeden Fall. Hm. Hier ist nochmal die Lampe. Da ist noch eine Fackel. Die nehmen wir mit. Hm. What the fuck? Wer war da? Hallo? Okay. Ah ja, klar. Tür ist offen und da ist ein Schatten. Okay. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Da sind Kekse und eine Kerze. Ja. Oh, Fackel. Oh. Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Ich bin noch hier. Wo bist du? Kuh. Ich bin schon hier. Oh nö. Nee, 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 nee. Oh. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Was ist denn hier passiert? Junge, Junge. Kann ich hier? Kann ich nicht. Ich hab die Fackel doch erst gerade angemacht. Was soll denn der Scheiß? Oh, ja. Ja. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Mach Fenster auf. Ich will raus hier. Ich. Nee. Nee, 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 nee. Mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß. Guckt sie mich gerade an? Ist sie weg? Ich komme auch nicht mehr raus, ne? Also, der Drops ist gelutscht. Ah. Oh, Alter. Junge. Ah ja, na klar, jetzt ist die Tür offen. Hey. Was war das? Oh. Alter. Und es ist gerade 23.57 Uhr, ne? Also... genau der perfekte Zeitpunkt, um sowas hier zu machen. Junge, Junge, Junge. Ah. Dann mal hier. Da ist ja keine Ordnung drin. Da ist Tasse, Besteck, alles in einem Fach. Und ja, Spaghetti mit Halbbällchen. Das ist doch ekelhaft. Oh. Bücher, Töppe, oh nein, Einlegdosen, alles. Alles in dem Fach. Das ist doch nicht toll. Das, oh, guck mal hier. Also kannst du hier so gut wie alles aufmachen. Spaghetti, Pizza, Foto eines Ehepaares.
Na klar, und mir wurde die Fackel wieder geklaut. Oh, Junge, Junge. Muss ich jetzt da rein? Oh, nö. Okay. Ich weiß nicht, ich bin hier ein bisschen vorsichtig. Okay. Oh nein, nee, 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 nee. Are you there? Oh nein, 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 nein. Nein, 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 schicke Schuhe. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ich weiß nicht, die läuft so, als ob das High Heels sind, aber das sind mehr Ballerinas, oder? Ah nee, das waren, glaube ich, sogar High Heels. Aber da hat irgendwie... Oh nö. Hört die mich? Nee, oder? Ich weiß nicht, also die... Muss ich jetzt da vorbeilaufen? Ich weiß nicht, die bleibt wohl an dieser einen Stelle. Ich glaube, jetzt müssen wir vorbei. Er hat mich gesehen. Weg hier. Weg, 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 weg. Nein. Oh nein. Nein. Nein, nein, nein. Oh nö. Oh nö. Also hier lang. Oh nö. Ich will nicht. Oh. Ja klar, man klaut mir wieder die Fackel. Ist klar. Lange, enge Gänge. Ich mach mal lieber zu. Oh. Oh nö. Nö. Mach doch nicht sowas. Oh. Oh nö. Komm, hör doch auf. Mark, stop scaring me. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Warum Ecke? Na, er hat gesagt, das war ich nicht. What do you mean it wasn't you? Then who was walking around my house? Weiß ich ja nie. Das ist bestimmt die komische rothaarige Alte, die auf dem Cover zu sehen ist. Weiß ich nie. Der Korridor ist gerade größer geworden. Oh. Oh nö. Sie haben Joyce von den seltsamen Vorkommnissen erzählt. Sie glaubt... Ah, oh, oh. Leg mir doch die Hoden ab. So, und jetzt?
Okay. Oh nein. Oh nein, nicht du schon wieder. Nee. Bleib bloß weg von mir, Alter. Oh. Nee, das sind keine Hackenschuhe. Oh. Nein, aber nicht so. So feiern wir nicht zusammen. Junge. Darf ich raus? Scheiße. Oh, nee. Kommt ihr jetzt nochmal hier rein oder was? Ich hab keine Ahnung. Die wollte auf jeden Fall zu mir. Scheiße, ey. So, warte mal auf den Abend. Ist die weg? Nee, die hat mich gesehen. Die hat mich gesehen. Nee. Die hat mich gesehen. Die kommt jetzt bestimmt her. Möchte mir mehr an den Popo knappern. Und ich glaube nicht nur an den Popo. Alter. Nee. Nee. Gänsepelle bis zum Anus, Alter. Wie soll ich denn da jetzt am vorbeikommen, Mann? Oh. Warte, ich gucke mal. Ich mach mal Risiko. Wenn ich es bestimmt bereue. Wo ist sie hingelaufen? Wo ist die? Oh nö! Nicht vorbei. Ich komme einfach nicht vorbei. Die hat mich ein, zweimal gesehen und seitdem will die immer wieder vorbeikommen. Nein. Okay, du hast mich. Oh. Scheiße. Oh, nee. Nee.
Alter. Oh nö. Oh nö. Sweetie, where are you? Oh fuck. Nee, 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 guck ja nicht hier runter. Nein. Guck nicht hier runter. Aber nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Okay. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Scheiß, der Papst im Wald, Alter. Ich kann mich auch nicht ducken oder irgendwas. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie kommt. Ich will auch irgendwie gar nicht gucken. Kann sein, dass ich jetzt hier um die Ecke gehe und dann steht sie auf einmal vor mir. Wie so ein Slenderman. Oh nö. Ah, die läuft da irgendwo lang. Dann muss ich da den anderen Weg nehmen, also so wie hier. Sie kommt. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Nee. We can decorate the tree. Nee. Garantiert nicht. Oh. Scheiße.
Sie kommt. Scheiße, läuft mir der Stift, Alter. Scheiß, der Babs im Wald. Okay, die ist anscheinend so blind, dass sie mich von ganz weit nicht sieht. Okay, jetzt. Time to shine. Ist schnell hier vorbei. Ah. Irgendwas habe ich wohl noch vergessen. Wir haben 2 Kugeln, aber brauchen 3. Oh oh. Ich will auch gar nicht so viel sagen. Mir qualmt richtig der Stift, Alter. Ich weiß auch nicht, ob die 2 Kugeln jetzt gespeichert wurden oder ob alles nochmal von vorne gemacht werden muss. Weg hier. Hä? Oh. Ah. Das hat sie gehört. Okay. Jetzt kriegen wir die eine Tür auf. Du bist so ekelhaft. Gruselig. Ich will nicht. Hau bloß ab. Stop running away. Mach ich doch nicht.
Vielleicht weil du eine richtig ekelhafte Soziopathin bist. We are made for each other. Sicher? Ich bin mir mal nicht so sicher. We must be together. Ich muss gucken, ob die jetzt gleich nach hinten läuft oder nochmal hierher. Weil wenn sie nach hinten läuft, müssen wir ganz schnell da vorbei. Sie kommt zu uns. Natürlich. Natürlich. Oder auch nicht. Mal gucken, wo sie jetzt hinläuft. Da muss ich dann da vorbei. Junge, 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 Alter. Okay, also das Prinzip habe ich jetzt verstanden. Immer versuchen, sie auszutricksen, irgendwie versuchen, ihr Bewegungsbild irgendwie zu verstehen. Mach auf! Ich will rein. Oh nö. Das ist die Deko, die ich weiß, um ihren Tannenbaum hatte. Die Verrückte sagte vorhin irgendwas vom Baum schmücken. Okay. Also wir sollen den Baum schmücken, damit sie abgelenkt ist. Oh nö. Oh. Oh nö, wieder durchzwängen. Och. Come on. Ich meine, wir haben jetzt einen Bolzenschneider. Das ist schon mal gut. Und die Musik sehr. Ah, kleine Fotze. Oh. Ich will raus hier. Ist abgeschlossen. Naja, nehmen wir den Bolzenschneider. Oh, Christmas Tree. Prank, Mark. Moving corridors? What nonsense! I saw your friend in the window and I know she's just hiding somewhere. She just moves really fast. And that's it. It's nothing special. Mhm. Ja, hör mir zu, ist keine Bekannte. Verstecke ich und ruf die Polizei. Genau. Let
let's just assume that I believe you. First, tell me where you are now. What's going on with you? Ich glaube, ich habe ein... Es ist, als würde ich träumen. Das Haus verändert sich. Irgendeine Irre sucht nach mir. You saw a woman, right? Mhm. But if it's true, fine. You said I need to hide. I'll do that and then... Oh, nee. Oh, nö. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich will nicht. Oh. Wie ein normaler Mensch. Oh, ich, oh nee, jetzt krabbel dir noch Schächten. Oh, nee. Weg hier. Ich muss weg hier. Dringend. Oh nö. Mach an. Die Scheiße. Ich will hier weg, Alter. Ich... Boah. Müssen wir da rein? Okay. Let's go. Oh, fragile. Okay. Oh, auch nicht jetzt. Oh nee. Alter. She's gone. Yeah, it's definitely not a prank. She isn't human. I'm fine. I was hiding just like you said. I had time to prepare before she found me. Okay. I launched fireworks at her. It seems to have scared her off. I don't think she likes bright lights. Okay. Find something similar. Maybe that'll help you. Okay. We'll get through this. Wir kriegen das hin. We have to get through this. Hm? Mark, she can come back at any moment. What should I do? Ich würde mal sagen, wenn sie kein Licht mag und so, dann Feuerwerk und Taschenlampe. Weil nochmal verstecken, weiß ich nicht. Oh Gott. Ist doch scheißegal. Irgendwie müssen wir doch die Alte loswerden. Ja, du auch. Oh. Ich will mal sagen, kurze Pinkelpause, geh gleich weiter. Okay. Huh. Ich denke mal, wenn sie mich da noch einmal erschrocken hätte, ich denke mal, das wäre richtig schief gegangen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier richtig gehen. Ich mache jetzt einfach. Oh nö, bitte. Warum du machen das mit mir? Warum? Oh, nee. Weg hier. Ich will da nur raus. Oh. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ja. Fuck.
Musik ist... Oh. Oh nö. Ich glaube, das wird jetzt so ein Suchspiel hier. So nach dem Motto, ne? Oh, 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 oh. Fuck. Fuck. Alter, nee, nee, nee. Mach doch nicht so was mit mir. Okay, anscheinend heißt es wohl Folge dem Kabel. Muss ja wohl eine Bedeutung haben, wenn das hier auf dem Boden liegt. Oh. Oh nö, nicht der Opi. Nee, 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 nee. Bloß weg. Oh. Der arme, oh nee, der arme Opi. Oh. Ach, oh Mann, ey, die ist ja wirklich krank. Ah! Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, fuck, wo kommen die denn her? Oh, 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 Scheiße. Alter. Oh. Leck mir die Fußnägel. Alter. Oh nee. Oh nö. Oh, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Lass mich doch.
Nur den Kabel folgen. Nur den Kabel folgen. Schnell! Fuck! Scheiße! Mann, gib her! Scheiß die Wand an! Junge. Mach mir auf hier. Oh nö. Alles schläft einsam wach. Nur das drauf. Okay, ich höre schon auf. So gut wie. I'm sorry. I'll try. I scared her away, Mark. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now she's gone. What about you? Do you have any news? Preferably good news. That's good. Ja, das Feuerwerk. Now we have a chance. We can do it. I called the police. Gut. Right now, so I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Try to get up to the second floor. Ah, ein Brecheisen. Leider. Flap. Nee. Also ich bin froh, wenn es vorbei ist. Wirklich. Alter. Aber gutes Spiel. Wirklich echt gutes Spiel, muss man sagen. Für den kleinen Preis, für den kleinen schmalen Taler. Scheiße, Alter. Ich höre Sirenen. Sirenen! Ja! Oh! Polizei! Ja. I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Mhm. Okay. Junge. Oh nee. Wir werden das schaffen. Auf jeden Fall. Ei, Scheiße. Joyce merkt sich ihr Verhalten. Okay. Fuck.
Der arme Cop, Alter. Wirklich. Oh, nee. Ach so. Oh. Ich dachte schon, wer die Alte, die da klopft. Oh. Leck mir die glatte Eiche. Oh. Junge. Oh. Scheiße. Auf jeden Fall hat die... Oh. Oh. Die hat echt ein Problem. Mark, how are you? Notes? What do you mean? Die hat Notizen gefunden. Sie hat mich ausspioniert. All this time, she was interested in you, not me. Hm. You are connected to her in some way. Ja, gruselig. Mark, tell me, do you know this woman? Lüge oder Wahrheit, oder? Ja, scheiße. Ich meine, wenn wir eh sterben oder so, dann, ich weiß nicht. Stirbt man lieber mit einer Lüge oder stirbt man lieber mit der Wahrheit? Das ist jetzt so die Sache. Ich würde mal eher sagen, die Wahrheit, oder? Lieber jetzt als später. You were dating? Hm. Why didn't you say this before? Nie die Gelegenheit gehabt. Ich habe nicht verstanden, dass sie es ist, bevor ich die Beweise fand. Ja. Och, muss das jetzt sein? Ich musste feststellen, dass sie geistig nicht ganz fit war und dann haben wir uns getrennt. Sie hatte sie nicht mehr alle. Ich musste feststellen, sie hatte sie nicht alle. Sie damit anfing, meine Eltern und Freunde zu bedrängen, habe ich sie verlassen. Ja. Hm. So that's why you moved here from your city. The things that she does, was she able to do them before? Oh. Ich würde eher sagen, nicht, dass ich wüsste oder ich wollte es nicht wahrhaben. So this monster wants you back. Hm. Mark, thank you for telling me. Oh. Oh, fuck. Ah, diesmal hat sich unser Charakter mehr erschrocken. Man hat ihn gehört. Oh, Junge, Junge, Junge. Sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Muss ich mich wieder verstecken? Ja, na klar. You cheated on me. How is she better than me? Oh, scheiße, die ist wütend. Oh, ist die wütend, Alter. Sie hat sich umgezogen. Und ich muss schon sagen, das Kleid steht ihr ein bisschen mehr. Was ist davor? Okay, Bewegungsmuster analysieren. Der Wind, der pfeift zu.
Oh. Los weg, nicht nach hinten gucken. Gefällt mir nicht. Ein alter Brief. Oh. Sie hat natürlich das Ich liebe dich unterstrichen, ne? Alter. Oh. Muss ich dahin? Eine Alternative? Natürlich nicht. Ah, doch. Rot ist immer gut. Rot weiß immer den Weg. Und Blut sowieso. Kuckuck. I thought you brought the ring for me. Nee. You don't love me anymore. Nee, nicht in diesem Zustand, Mäuschen. Das It's mine now. Ja, kannst ruhig behalten. Hauptsache, du lässt mich hier raus aus deiner komischen Kabuffbude hier. Alter. Raus hier, raus. Oh. Muss ich ihn jetzt hier machen? Oh Gott. Darf ich? Da das alles zersplittert ist, will ich da mal lieber nicht reintreten. Gibt nur Blut, Aua und so. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich jetzt da reintrete. Ich meine, wir bluten ja sowieso nicht, es sei denn, wir krepieren, aber... Oh Gott. Man sieht ja auch keine Füße, man sieht keine Beine. Oder einen Bauch, einen Thorax, irgendwie irgendwas. Ein Brustkorb, also Thorax. Nicht. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Ich nicht. Bloß weg hier. Da ist der Kopf. Und eine Flair. Okay. Scheiße. Schusswaffe. Ich bin nicht optimistisch. Ich habe eine Knarre. Okay. Hm? Oh nö. Muss das sein? Ist es dein Ernst? Nicht jetzt? Was los? Wenn es sein muss. Och Mann. Ich meine, wir haben ja schon vorhin die Wahrheit gesagt. Da können wir es jetzt eigentlich auch machen, oder? Ich meine, wir wissen ja nicht, ob wir überleben oder ob wir sterben werden. Es war ein Ring. Ich wollte den Antrag machen.
Oh. Sind wir jetzt ein bisschen sturköpfig? Sag das nicht, Scholz. Wir werden es auf jeden Fall überleben und dann werde ich es dir schenken. Und bis es soweit ist, werde ich es dir nicht verraten. Ah, scheiße. Kuh. Aber falls einer von uns stirbt... Ah. Ja, okay. Wird sich an ihre Antwort erinnern. Ja, ich meine, entweder sterben wir beide oder nur einer. Oder gar keiner. Oh, scheiße. Ja, ohne Problem. Oh. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ach da. Oh. 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 Ich folge einfach mal dem Licht. Kann ja nur Gutes sein. Hoffentlich. Hallo? Mich beißt ein Floh. Es gibt auf jeden Fall nichts mehr zum Verstecken. Das ist sehr beunruhigend. Oh. Der Ring. Der Ring. Aber hatte sie den nicht gehabt? Sie ist von diesem Ring besessen. Wenn ich ihn unter den Baum lege, wird es sicher ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich muss der Sache ein Ende setzen. Sie war vom Verfolgen besessen und ich vom Weglaufen. Jetzt ist es für uns beide vorbei. Okay. Bonds of Past and Future. Okay. Mark, I heard gunshots. Are you okay? Ja, so gut wie, ne? Ich weiß, wie ich sie aufhalten kann. Ich habe dein Geschenk. Wer soll es Köder verwenden? Ich bin es, den sie will. Ich werde sie mit dem Geschenk in die Falle locken. Ah, eh. Did you find my present? Good. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you. Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And Mark. Please, be careful. Naja, klar. Ich wurde nur fast in ihren Schlund gezogen. Ich wurde einmal von ihr gekillt. Ein Polizist hängt tot überm zerbrochenen Fenster. Oh. Aber natürlich, ich bin vorsichtig. Ne? Vorsichtig ist mein achter Vorname. Noch mehr Flares. Ach, hier ist die Tür. Oh. Hä? Oh, nö. Die Musik ist grausam. Oh. Na gut. Let's go. Hauptsache irgendwie die Alte bekämpfen und raus. Klar, Schätzchen, Mäuschen, Mäusepieps oder Mausepups. Bitte, bitte. Ich bin... Ich aber nicht. Doppel nein. Dreifach nein. Weg. Ach so.
Okay. Komm. Mausepurz. Komm her. Oh. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Scheiße. Mei. Komm. Schnecke, komm. Oh. Wow. Wo ist sie? Oh. Oh. Mausezahn. Mausezahn, komm her. Oh. Ah! Oh, oh, fuck. Oh. Oh, scheiß. Der Papst im Wald. Okay, ist wohl anscheinend der Endkampf. Okay. Oh, Scheiße, wo kam die denn jetzt auf einmal her, Alter? Oh. Erneut ja. Unfreiwillig. Ich möchte die Scheidung. Say hello to my little friend. Mausezahn, komm her. Mausezahn? Ah, komm her. Oh. Wow. Ich habe den Ehering. Ist vorbei. Wenn ich teabaggen könnte, würde ich es teabaggen. Ist richtig. Rennen. Oh. Sehr. Ich kannte dich nicht, oder doch. Und du warst sehr creepy. Ruhe in Frieden. Zack, zack, zack. Amen. Und tschüss. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Say hello to my little friend, sag nur. Vielleicht kann die jetzt in Ruhe in der Hölle schmoren. Oh. Da sind die Streifenwagen. Wow. Geht denn jetzt hier ab, Alter? Okay. Was geht hier ab, Alter?
Okay. Wenigstens ein Happy End. Mit einem schönen Feuerwerk am Ende. Ja, wow. My answer is yes. My Zuckertittchen. Ja, war doch eine recht interessante und imposante, Erfahrung. Jenny Glynn und Olivia Seal. Vielen Dank für euer nice Voice Acting. Vielen Dank an die Entwickler. Und natürlich an die ganzen Dolmetscher. Ich will mal sagen, das war's dann mit Crimson Snow. Ich würde mir bei dem Spiel nicht unbedingt jetzt die Mühe machen wollen, zu schauen, was jeder einzelne Weg, jede einzelne Entscheidung für ein Ende bringen würde. Es hat mich zerfetzt, einfach das Spiel. Also ich dachte nach Pacify und Devour gäbe es jetzt nichts anderes, was mir so ein bisschen die Fassung, was mir aus der Fassung bringen kann. Naja, dann kam noch Okkult und alles. Aber Crimson Snow, das hat mir doch schon... Ach hier. Care of the Bells, Silent Night, Jingle Bells. Also, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es einen YouTube-Channel, der das dann macht. Der dann jeden Zeitabschnitt dann mal zeigt. Was dann passieren würde. Vielleicht gibt es ja nur ein Ende, vielleicht gibt es ja mehrere Enden, weiß ich nicht. Aha. Okay, die haben also verschiedene Sounds irgendwo hergenommen oder auch nicht. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitfiebern und Zuschauen. Von diesem Entwicklerteam habe ich noch ein anderes Spiel. Irgendwas mit Iron and Mates oder irgendwie so heißt das. Ist auch so aufgebaut, irgendwie so ähnlich wie Crimson Snow. Mal gucken. Vielleicht spielen wir das auch mal die Tage. Ich brauche erstmal was zum Runterkommen. Es ist jetzt 1:04 Uhr. Ich habe zwar frei, aber vielleicht mache ich nochmal was zur Vorbereitung und dann am Ende, ja, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das dann sehen werdet, ist es dann natürlich schon helllichter Tag. Na, jetzt sind wir auch schon im Hauptmenü, da steht auch noch, danke für die Unterstützung, Crimson Snow befindet sich im Early Access. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Ein DLC oder ein... Vielleicht kommt ja noch irgendwas, also in der Kürze liegt die Würze, aber das hat mir schon sehr gefallen, aber vielleicht kommt ja noch was. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dann an diejenigen, die wirklich bis zum Schluss mit dabei waren, mitgefiebert haben und natürlich auch an alle anderen, die den Kanal unterstützen und auch das Video angeklickt haben. Gehabt euch wohl. Einen wunderschönen Mittwoch euch und wir sehen uns die Tage. Paris Athen, auf Wiedersehen.